Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei mir im Studio ist der Zeithistoriker und General-AD Klaus Wittmann. Herr Wittmann, schön, dass Sie heute hier sind. Danke für die Einladung. Sie haben sich diese Militärparade zum 9. Mai in Moskau natürlich auch angeschaut. Ja. Welchen Eindruck hatten Sie denn? Zunächst einmal glaube ich, dass Herr Wanner recht hat. Es sind zwei Gründe. Erstens die Sicherheitsbedenken und zweitens das moderne Gerät wird an der Front gebraucht. Und deshalb war das alles sehr abgespeckt. Aber ich möchte das, was Herr Wanner am Anfang gesagt hat, noch etwas fortführen. Es waren nicht nur Putins Befindlichkeiten oder seine Stimmungen, die zu einer Umtitulierung von militärischer Spezialoperation zu echter Krieg, der gegen uns geführt wird, geführt haben, sondern es ist Ausdruck des schon jahrelang zu beobachtenden und geradezu widerlichen russischen Opfer. Gestus. Wir sind die Opfer, der Westen ist an allem schuld. Der Westen ist sogar schuld am Zerfall der Sowjetunion, was ja die größte geopolitische Katastrophe ist. Und insofern ist das sehr unangenehm, dass Putin nun bei dieser Siegesparade, beim Tag des Sieges über den Nationalsozialismus, was ja der 73. Jahrestag jetzt der Kapitulation in Karlshorst durch den Feldmarschall Keitel gewesen ist. Das war ursprünglich eine Gedenkveranstaltung, nie wieder Krieg. Und das ist in den letzten Jahren, ganz besonders unter Putin, zu einer geradezu sakralen Geschichte gemacht worden. Mythologisierung, Glorifizierung des Militärs. Und dass das jetzt so ärmlich stattgefunden hat, aus den genannten Gründen, dass kaum Staats- und Regierungschefs da waren, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat man noch die Ausrede gehabt, es ist ja kein rundes Jubiläum, da haben wir gar keinen eingeladen. Dieselbe Ausrede würde ja dieses Mal auch gelten. Und eigentlich hatten sich gar keine angemeldet. Und ich wüsste wirklich gerne mal, mit welchen Mitteln Putin die Staats- und Regierungschefs von 7 ehemaligen Sowjetrepubliken dazu gekriegt hat, dass sie trotzdem mit ihm auf der Tribüne saßen. Meinen Sie, da war Druck dabei? Bitte? Meinen Sie, da war Druck dabei, dass er vielleicht gedroht hat, dass die Angst haben, dass sie dann die Nächsten sind? Zuckerbrot und Peitsche, ganz bestimmt. Es waren die zentralasiatischen Republiken vertreten, es war Armenien vertreten, es war Belarus. Und Belarus, Kasachstan, das ist ja sein Kumpan, ja. Aber die anderen sind ganz bestimmt nicht völlig freiwillig gekommen, da bin ich sicher. Lassen Sie noch mal auf die Rhetorik eingehen. Sie haben ja schon gesagt, dieser Opferstatus. Man kann ja auch sagen, es ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die Herr Putin da betreibt und behauptet eben, Russland werde angegriffen, was ja nun total aus der Luft gegriffen ist. Ja, und daher, glaubt das in Russland noch jemand? Das sind ja Propagandalügen. Glauben Sie, die Menschen das? Wissen Sie, Putin selber weiß, dass die NATO völlig defensiv ist. Ob seine Eliten und das Volk das wissen, das bezweifle ich, weil die ja 20 Jahre langer Propaganda ausgesetzt worden sind über den aggressiven Charakter des Westens und des westlichen Bündnisses. Und genau, natürlich hat Amerika manche Fehler gemacht in den letzten Jahrzehnten. Die NATO hat auch nicht alles richtig gemacht, aber bei weitem nicht alles falsch. Aber kein Fehler, den die EU, die USA, die NATO, die Ukraine jemals gemacht hätten, rechtfertigt den Versuch der Auslöschung dieses Landes. Und insofern ist der Vergleich zwischen der sowjetischen Verteidigung gegen den Nazi-Angriff im Zweiten Weltkrieg mit dem von Putin angezettelten Unterwerfungs- und Vernichtungskrieg gegen die Ukraine geradezu perfide. In der Ukraine wird das auch verglichen, aber in ganz anderer Weise. Für die Ukrainer ist nämlich die Offensive, die Aggression durch die Wehrmacht 1941 ziemlich vergleichbar dem, was sie heute durch Russland erleben. Jetzt ist ja nun heute der 9. Mai eben, Feiertag in Russland. Trotzdem hat man auch an diesem Tag wieder 25 Raketen Richtung Ukraine abgefeuert, ausgerechnet eben an dem Tag, an dem man ja eigentlich vielleicht mal die Waffen schweigen lassen sollte. Aber diese Symbolik, die wird man in Russland anders deuten. Das passt zusammen. Es sind in meiner Sicht Verzweiflungsaktionen. Zu gerne hätte Putin zu diesem Jahrestag einen Sieg oder einen großen Erfolg in der Ukraine präsentiert. Und nicht einmal diesen kleinen Ort Bachmut hat man in vielen Monaten
erobern können. Und die eigentlich erwartete russische Winteroffensive, die ist ja kläglich gescheitert. Ein paar hundert Meter, ein paar Kilometer hier und da hat man gewonnen und zum Teil wieder verloren. Und jetzt gräbt man sich ein zur Verteidigung, weil, wie ich meine und manche Experten auch, die russische Offensivkraft weitgehend erschöpft ist. Und man jetzt verteidigen will und große Angst hat vor weiteren Sabotageakten, die zu dem gehören, was der Fachmann Shaping the Battlefield nennt, das Schlachtfeld vorbereiten. Dazu gehört, wenn hoffentlich länger reichende, weiterreichende Raketenartillerie auch zur Verfügung steht, gehört die Eisenbahn Donbass, Krim, gehören verschiedene Straßen, gehören logistische Einrichtungen, Kommandozentralen und natürlich auch legitimerweise dort auf russischem Gebiet, von wo aus die Ukraine dauernd angegriffen wird oder wo bestimmte logistische Einrichtungen, Munition oder Treibstoff auf der Krim gestapelt hingebracht worden sind und aufbewahrt werden. Das gehört alles dazu. Und da hat man dann sicher auch in Moskau und in den Städten, wo die Paraden abgesagt worden sind, Sorgen. Sagt der Zeithistoriker General AD Klaus Wittmann. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen.